Hey, da ist der Flo von Salomon und ich stelle euch heute das Lotus vor. Ist Salomons Frauen-Park-Einsteiger- und fortgeschrittenes Board. Ist vom Design her ziemlich simpel, aber ziemlich cool, wie man eigentlich sehen kann am Topsheet. Und die Base nimmt die Farben von oben auch wieder auf. Der Sidecut ist radial, also relativ simpel. Funktioniert super gut, nichts groß technisch Spezielles, sondern einfach ein solides Produkt. Der Camber ist ein Rockout Camber, das ganze Board ist ein bisschen direktional, heißt die Nose ist ein Stück länger als das Tail, macht jetzt das Fahrverhalten am Anfang ein bisschen freundlicher, wenn man jetzt eher nur noch eigentlich normal unterwegs ist und nicht so viel Switch. Das Ganze fährt sich auch dann abseits ein bisschen besser, weil man mehr Auftrieb hat, weil die Nose ein bisschen länger ist. An für sich ist es zwischen den Bindungen ein Flat Camber, dann unter den Bindungen ein Camberboard, heißt man hat mehr Kantengriff. Wenn man Druck drauf gibt, ist das wie bei vielen anderen Salomon Boards auch, dass es ein Rockout Camber ist, dass die Nose und die Tail hochgehen und man eigentlich mehr Drehfreudigkeit und Auftrieb hat auf dem Powder. Das Ganze gibt es bei Blue Tomato im Set mit der Rhythm Bindung. Das ist die Einsteigerbindung von Salomon. Auch super easy, chilliges Produkt, ist gepolstert beim Highback, gepolstert bei der Baseplatte, die Straps auch gepolstert. Man kann das Ganze toolfrei verstellen und eigentlich perfekt auf den eigenen Boot anpassen. Und ja, das Ganze gibt es wie gesagt bei Blue Tomato im Set und ist für jeden, der ein bisschen Fortschritte im Park machen will, genau das richtige Board.